Herzlich willkommen zum GIMP-Tutorial. In diesem Video zeige ich dir, was Ebenen sind und welche Vorteile du mit Ebenen hast. Du findest Ebenen hier normalerweise rechts in diesem eigenen Ebenen-Menü. Sollte das bei dir nicht aufscheinen, findest du es unter Fenster, andockbare Dialoge und dann unter Ebenen. Was sind eigentlich Ebenen? Ebenen könnt ihr euch vorstellen wie mehrere unsichtbare Folien, die übereinander liegen. Das heißt, wenn ich jetzt mal ein neues Bild mache, dann ist es am Anfang leer, es besteht aus einem weißen Hintergrund und jetzt kann ich hier in diesem Dialogfeld sagen, mach mir doch eine neue Ebene, indem ich hier auf eine neue Ebene erstellen klicke. Jetzt kann ich hier dann noch einstellen, wie groß diese Ebene sein soll, also diese Folie, die jetzt über dieses Bild drüber gelegt wird. Und ob sie wirklich unsichtbar sein soll, also transparent, oder ob sie eine Farbe haben soll. In den meisten Fällen ist es ideal, wenn sie unsichtbar ist, dann sieht man diese vorerst nicht, zumindest so lange nicht, bis man was drauf gezeichnet hat. Und ich wiederhole den Vorgang jetzt noch einmal, ich zeige also noch eine Ebene. Und jetzt sieht man hier schon, dass mein Bild aus drei Ebenen besteht. Das ist einerseits hier der weiße Hintergrund und darüber liegen zwei unsichtbare Ebenen. Was kann ich jetzt machen? Nun, ich kann jede Ebene mit unterschiedlichen Sachen befüllen. Ich gehe jetzt zum Beispiel auf diese Ebene hier, sage gleich mit der rechten Maustaste und Ebeneneigenschaften, dass die Ebene bei mir anders heißen soll. Ich nenne diese Quadrat, damit ich mich besser auskenne. Und die obere Ebene nenne ich Kreis, rechte Maustaste, Ebeneneigenschaften anklicken. Und dann einfach den gewünschten Namen eintippen. So, jetzt sieht man wirklich diese drei Ebenen, die sinnvoll benannt sind. Und jetzt zeichne ich in die Quadratebene, ich wähle eine Ebene aus, indem ich sie einfach anklicke. Ich sehe, hier ist sie blau markiert. In diese Quadratebene zeichne ich jetzt ein Quadrat, indem ich das Auswahlwerkzeug auswähle und das mit einer Farbe befülle. Ein Füllwerkzeug, ich nehme hier mal ein Grün und dann gehe ich in die Kreisebene und zeichne in diese einen roten Kreis. So, fülle ich noch, jawohl. Anschließend sage ich Auswahl nichts, damit nichts mehr ausgewählt ist. Und jetzt werden wir gleich sehen, wofür die einzelnen Ebenen gut sind. Stellt euch vor, ihr kommt im Nachhinein drauf, dass ihr das Rechteck, das grüne Rechteck, plötzlich nicht mehr hinter dem roten Kreis haben wollt, sondern davor. Nun, das ist mit Hilfe von Ebenen kein Problem. Wir haben ja gesagt, Ebenen sind nichts anderes als unsichtbare Folien und ich kann die natürlich in einer gewünschten Reihenfolge auf mein Bild legen. Momentan liegt ganz oben die Kreisebene, hier sehe ich es, darunter die Quadratebene und ganz unten die Hintergrundebene. Ich kann aber sagen, okay, ich wähle jetzt die Quadratebene aus und schiebe sie mit Hilfe dieser Pfeile eins nach oben und ihr seht, was passiert, plötzlich ist das Quadrat vor dem Kreis. Natürlich kann ich das auch wieder umgekehrt machen, ich kann den Kreis ebenfalls wieder nach vorschieben. Ich kann aber noch mehr mit Ebenen machen. Zum Beispiel kann ich einzelne Ebenen anzeigen oder auch nicht anzeigen. Und zwar geschieht das mit diesen Augensymbolen hier vorne. Ich kann also sagen, okay, ich will in meinem Bild nicht länger das grüne Quadrat haben. Es soll aber weiterhin der rote Punkt sichtbar sein. Nun gut, dann wähle ich die Quadratebene aus und klicke hier einfach das Auge weg und sie erscheint nicht mehr länger auf meinem Bild. Würde ich jetzt auch das Auge beim Kreis, bei der Kreisebene wegschalten, dann wäre mein Bild wieder leer, es wäre nur der Hintergrund vorhanden. Seht also, mit Ebenen bin ich sehr flexibel. Was kann ich noch tun? Ich kann einzelne Ebenen verschieben. Und dazu wähle ich einfach das Verschieben-Werkzeug hier links in der Werkzeugliste aus. Sage hier, okay, ich will die Ebene verschieben. Und jetzt gehe ich zum Beispiel auf den Kreis und schiebe den zum Beispiel hier oder
direkt ins Quadrat hinein. Und ihr seht alles andere im Bild, in dem Fall das grüne Rechteck, bleibt erhalten. Und so kann ich herumexperimentieren, wie ich will. Auch das Quadrat lässt sich natürlich verschieben. Und die Überschneidungen kann ich machen, wie ich will. Ihr seht also, es ist bei manchen Bildmontagen sehr sinnvoll, Ebenen anzulegen. Ebenen sind nichts weiter als Folien, die übereinander liegen. Ich kann beliebig viele Ebenen anlegen. Ich kann die Ebenen sichtbar machen oder auch unsichtbar. Ich kann sie sogar wieder löschen mit diesem Symbol hier, wenn ich sie nicht mehr benötige. Ich kann sie aber auch verdoppeln, zum Beispiel hier den Kreis, wenn ich hier auf Duplizieren gehe, dann entsteht die Ebene noch einmal. Sieht man es gar nicht, weil die beiden Kreise übereinander liegen, aber wenn ich das verschiebe, dann seht ihr, was passiert. Ich habe also nun zwei rote Punkte da. Und wenn ich Ebenen sinnvoll einsetze, dann hilft mir dieses Tool schon sehr weiter. In diesem Video hast du gelernt, was Ebenen sind und wofür du sie verwenden kannst.